So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Rising World 0.5.6.6. Ich habe ein kleines Update. Das Update betrifft eigentlich hauptsächlich die Multiplayer-Spieler, also die Leute, die sich da ein bisschen Multiplayer so kreativ betätigen. Im Singleplayer merkt man halt nur ganz geringfügig da diese Unterschiede. Und ja, ich habe ja gesagt, ich wollte diese Folge mal wieder mit der Treppe weitermachen. Und das werde ich dann nochmal machen. 85er ID. So, nehmen wir mal 64 Bretter mit. Und werden diese mal platzieren. Ja, weil wir brauchen die Bretter ja nach oben. Und nach unten. Gut. So. Ja, ich habe aber auch mal wieder was vorbereitet an Thema. Und das Thema, das ist jetzt bei mir gerade top aktuell. Und ich muss sagen, ich war echt verwundert. Ich war verwundert, ja. Dass ich sowas jemals erleben würde. Jetzt fragt ihr natürlich, was hat er erlebt, was hat er erlebt, was war es? Eigentlich ist es gar nichts Besonderes, ja. Man kann einfach nur sagen, mein Hausdrache hat, Hausdrache klingt zu böse. Meine Frau hat Gefallen an Mario Kart gefunden, an Mario Kart 8. Zuerst war es so, zocken, Dann so die ersten zwei Runden so, okay, gut, ja. Und dann auf einmal immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann konnte sie schon nicht mehr. Dann nur, ich will nochmal. Nein, es war jetzt keine Sucht, keine Sorge. Aber es war schon wirklich, es war lustig. Es war wirklich, es war angenehm. Jetzt wollte ich hier ein bisschen runter, dass das ein bisschen flackert. Nein, eben nicht. Genau. So, warum mache ich das jetzt? Ganz einfach, weil ich doof bin. Das Brett kann ich, glaube ich, nicht dicker machen. Nee, das Brett konnte ich jetzt nicht dicker machen, genau. Das war jetzt genau der Haken an der Sache. So, dann kann ich jetzt nämlich hier schön runtergehen. Und kann das erstmal ordentlich platzieren, dass ich dann weiß, wo ich jetzt genau ansetzen muss. So. Mal ganz zum Schluss muss ich erst um die Kurve. Oh, verdammt. Also ich könnte mir fast schon meine Kurve sparen, so wie es aussieht. Bin ich ja schon auf der Höhe. What the? Ah, nee, der ist falsch. Der war falsch. Ha. So. Ja, und dann wäre das jetzt hier und dann, das ist ja doof. Das ist ja ganz doof. Da muss ich mir jetzt echt was anderes einfallen lassen. Das passt jetzt mir gar nicht so in den Kram. Das finde ich jetzt gar nicht in Ordnung. Aber nun gut, weil eigentlich müsste ich hier anfangen und müsste da dann hoch. Dann mache ich das jetzt doch mal anders. Bitte nehmt mir das jetzt nicht wirklich übel, ja. Bloß... Ah, verdammt. So. Dann mache ich das halt so und dann sieht das, denke ich, auch mal bei weitem besser aus als das andere. Klar, es ist jetzt nicht das, was ich eigentlich versprochen hatte oder wie es eigentlich geplant war. Aber es ist... Ja, es ist halt anders. Oh nein. Warum? Och man, nein. Genau. Steuerung. Nein, plus. Steuerung. Minus, 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 minus. So, dann gehen wir hier rüber. So. Das müsste eigentlich gehen. Genau. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Eigentlich sollte es anders laufen, aber... Ja. Es ist akzeptabel, ne? Besser als, dass es da gar keine Treppe ist. Ja, und das Ganze müssen wir natürlich auch noch machen. Hier habe ich jetzt nur einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Erstmal die Steuerung drücken, dann das G weg. Ah, ne, ein tiefer. So. Hier haben wir nämlich den Punkt vergessen, ich musste erstmal die Wand ziehen. Steuerung weg. Bis dahin komme ich und dann hört es auf, ne? Ja, war klar.
Naja, jedenfalls schon mal ein Ansatz, schon mal ein Ansatz, ne? Schon mal ein Ansatz. Also wie gesagt, meine Frau hat Mario Kart 8 für sich entdeckt und es war einfach wirklich göttlich. Also wie dann, ich habe dann halt in der Zeit Essen gekocht und meine Frau und mein Sohnemann, die haben dann Mario Kart 8 gespielt. Wo ich mir dann so dachte, hey, gut, du bist abgeschrieben, du brauchst jetzt nichts mehr machen, du kannst dich schön zurücklehnen. Und das war dann auch so. Nee, stopp, so nicht. Ja. Tja, und Ende vom Lied, ja. Wie soll ich sagen? Es war eigentlich lustiger Nachmittag. Klar, klar, wann verbringt man schon mal mit seiner Familie vor der Konsole? Eigentlich gar nicht. Aber nö, das war das mal wirklich eine Ausnahme und es hat auch Spaß gemacht und ja. Können wir ruhig öfters machen oder wiederholen. So. So. Muss ich erstmal gucken, wie viele Treppenstufen brauche ich denn? Ach, ist ja erstmal egal. Hauptsache, ich komme wieder hoch. So. Ich weiß jetzt nicht, sind die Treppenstufen nicht zu hoch? Ne, es sind genau die richtigen Treppenstufen. Das heißt also, da kann ich noch massig runter. Auch mal interessant, dass man den Raum echt nicht tief genug gebaut hat. Ja, weil meistens denkt man sich, oh verdammt, das ist schon viel zu tief und der Keller, der ist ja nicht so tief. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, hier ist es dann doch mal ein bisschen anders. So, muss ich ja auch noch die Wand runterziehen. Das Schöne ist, hier kann ich jetzt auch die weiße Wand nehmen, sehe ich gerade, ne? Das merkt keine Sau. Wobei doch, ich müsste es merken, weil ich eigentlich Fenster machen muss. Ha, verdammt. Aber nee, da unten war doch, jetzt wo ich es gerade, wo ich mich gerade so ein bisschen dran entsinne. Komme ich jetzt hier nicht hoch, oder was? Jetzt ernsthaft? Oh, komm. So. Hallo. Geht's noch? Danke. Meine Güte doch. Mann, 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 Mann. So. Also, da muss ich jetzt hier genau unter dem Haus so viel Luft lassen. Und das muss ich dann alles mit diesen weißen Steinen ausbauen. Und da bin ich ja echt mal jetzt neugierig. Also wie gesagt, warum mache ich jetzt eigentlich als erstes den Keller? Warum mache ich nicht oben weiter? Ich will jetzt einfach hier ein bisschen auch sehen oder zeigen, dass es hier nicht nur ins Detail geht, sondern auch mal hier die Räume vergrößert werden. Ich muss ja auch noch die Fensterrahmen machen und. Und das ist ja auch nicht gerade ohne. So, ja, wie gesagt, also es gab halt dieses Update, darauf kann ich auch nochmal schnell zurückkommen. Und bei diesem Update wurden halt Multiplayer-mäßig ein paar Bugs behoben, beziehungsweise Performance wurde wie immer verbessert. Es ist halt so ein kleiner Bugfix und ich bin froh, dass der halt gekommen ist, weil ich merke es jetzt auch bei mir gerade, die Performance ist bei weitem gestiegen. Ja, also hier Lob nochmal an die Jungs von Yif Games, an den Red 51 und so weiter. Ihr macht eine geile Arbeit. So. Gut. Ja, ansonsten möchte ich auch hier an dieser Stelle den Larry Cooper erwähnen. Larry, es war eine gute Entscheidung, das Spiel zu kaufen. Dieses Spiel wird dich noch lange begleiten, so wie manche Minecraft begleitet. Und warte ab, das Spiel, das... Ich sag dir, das wird es noch weit bringen, ja. Also das ist hier nicht gerade ohne. Es ist wirklich... Wow. Es ist halt Rising World. Ja. Und auch hier ist eine Art Minecraft drin, ne? Wenn man es mal so nimmt. Ne? Ja. Gut, so. Jetzt gehen wir hier ganz kurz hoch. Brauche nämlich nochmal Steinchen. Damit das dann auch schön aussieht. So. Boah, guck mal, haben wir auch schon wieder massig Steine. Massig Steine. Das geht doch, das geht doch. Da sind wir dabei, da sind wir dabei. So, 64, nochmal 64, danke. Wunderbar. Ja, und unten waren übrigens auch diese gleichen hässlichen Fliesen. Also wirklich, bezaubernd. Bezaubernd waren diese Fliesen, bezaubernd. Ich war einfach total hin und weg von diesen... Ach, vergiss das. Das glaube ich mir selber nicht mal mehr. Ja, komm. Ah, falsche Stelle. Ja, komm, egal, egal, egal.
Egal, Hauptsache, es sitzt. Und das ist wichtig. Einmal hier hoch. Wunderbar. Dann bringe ich jetzt hier noch ganz kurz die Fliesen an. Die Treppe an. Jetzt war das dann hier, glaube ich, war das dann dieses gedrehte. Ja. Na, komm. Jetzt. No. Genau. Drei. Zack. 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 Ich glaube, so war es, ne? Ja. So war es. Und das da muss ich dann noch anders platzieren. Und dann muss ich dann hier die Fliesen setzen. Habe ich... Oh, ich habe natürlich keine Fliesen mehr, ne? War ja klar. Warum auch? Wer braucht Fliesen? Niemand, richtig. Oh. Nein, falsche. Na, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Wegen der Sache mit meiner Frau da und Mario Kart. Habt ihr denn selber mal so eine Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat, Mario Kart, nee, will ich nicht spielen, ist so ein Scheißspiel und was weiß ich nicht alles und... Dann, als das dann gespielt hat und man ihn dann überzeugt hat, komm, eine Runde, wird dir schon nicht schaden, konnte er nicht mehr von loslassen. Kennt ihr jemanden? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht seid ihr auch selber so einer, der sagt, Mario Kart, bleib mir weg damit. Verdammt, was mache ich denn da? Ich bin schon wieder viel zu hoch gegangen. Ja, kann ja sein, dass es da wirklich jemanden gibt, der dann sagt, ey, Tro, das, was du da sagst, das ging mir genauso. Ja, ich wollte am Anfang auch nie Mario Kart spielen, da habe ich es mal gespielt und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Also, it's your turn. Write down the comments and then, ja. Ah, genau, wo es mir gerade einfällt. Und zwar, ich habe auch einen englischen Zuschauer und der englische Zuschauer hätte gerne immer ein Wort aus dem Spiel technisch gesehen, ja, was ich gerade mache oder so auf Englisch und auf Deutsch, was das halt bedeutet. Ja. Es ist halt jetzt so ein Vorschlag von ihm. Ihr könnt ihm mal schreiben, was ihr davon haltet. Ja, vielleicht wollt ihr auch selber euch mal mit ihm unterhalten. Also er schreibt ja auch teilweise in den Kommentaren. Und, oh, verdammt. Ist schon wieder alles leer. deswegen werde ich da mal drauf eingehen, die Tage. Ja, ich kann natürlich hier alles mal auf Englisch stellen. Das heißt also hier die Spitzhacke und die Axe. Könnte ich natürlich alles auf Englisch stellen oder hier Bäume, Trees, beziehungsweise Forest, der Wald. Ne, also so einfach wäre das schon, ja, dann würde ich einfach nur sagen, hey, hör zu, ja, listen, ja, dann am besten so die Stimme von der Fee von The Legend of Zelda Ocarina of Time, wo sie dann immer sagt, listen! Und die einen dann total auf die Nerven geht. Ja, und dann sagt man zum Beispiel, ja, wie jetzt eben gerade, Tree ist ein Baum. Ja, wobei er jetzt wahrscheinlich nicht weiß, was ist ein Baum ist. Tree means in German Baum. So, also, für die anderen Leute aus Deutschland, die nicht wissen, was Baum auf Englisch heißt, Baum heißt auf Englisch Tree. Ja. So, haben wir gleich beide Aspekte abgearbeitet, ne? Einmal von Englisch ins Deutsch und von Deutsch ins Englisch. Das ist ein Service. Englisch lernen mit Troplay, der selber gerade mal, soweit es geht, Schulenglisch beherrscht und dann auch schon die ganzen, ja, alles darüber hinaus schon sein Ende ist. Ach nö, wie komme ich denn da jetzt ran? Nein. Nein, da komme ich nicht ran. Verdammt. Oh, muss ich mich extra nochmal hinbauen. Das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, gut. Also, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr was dagegen habt, dass ich da so ein bisschen Englischunterricht reinschreibe oder reinmache mit in die Folge. Ja. Der andere würde sich jedenfalls freuen. Und ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen... I only can say, I'm Troplay, goodbye, ich bin euer Tro, haut rein, tschö tschö.